Ja, hallo, zurück zum Witcher. Wir sind hier, haben wir gerade alle weggemorchelt und wollen uns hier ein bisschen das Büro untersuchen. Ich nehme mal den Schreibtisch vor. Lies den Brief, okay. Ich glaube, ich muss mal mehr Übersicht in meine Unterlagen kriegen. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Okay. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Schlüssel zu einem Gewölbe, ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun... Vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne. Nun, vielleicht brechen... Das Glas ist also halb voll... Mit etwas Starkem, hoffe ich. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen, aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne, aber nicht durch den Haupteingang. Sag mal. Kann ich da raus oder nicht? Scheinbar nicht. Okay, also ich muss da hinten irgendwo raus. Also, hier geht's nicht raus. Es geht dann also oben irgendwo durchs Dach oder so. Jetzt mal sagen.
Weil Triss kommt auch nicht hinterher, macht nicht mit. Wahrscheinlich irgendwo oben sein. Übers Dach hätte ich jetzt gedacht. Also hier irgendwo raus, übers Dach. Die steht hier noch doof rum. Okay, dann ist doch die Tür dahin, oder nicht? Tja, was für ein Trick. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Oh. Na gut. Herr Reuven will dich sprechen. Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich. Sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor. Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamurlak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir. Und für eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr.
Okay, ich brauche aber mal unglaubliche... Ein Schmied, sozusagen. Mal gucken, ob ich einen finde hier in der Nähe. Oh, cool. Was wäre das Leben ohne GPS? So, komm hier rein. Nein! Ah, da ist er irgendwo. Hallo, hallo, hallo. Kannst du mal Heile machen? Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. Ein Experte für Elfenschwerter. Du musst Aper Hattori sein. Oh ja, der bin ich. Geralt von Riva. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, klar. Was denkst du denn? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Wer oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hast du versucht zu verhandeln? Mit van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe.
Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Na toll, ich wollte eigentlich nur mal hier mal einen Zeugs aufgetunt kriegen. Das hätte ja wohl mal vielleicht mal einer machen können. Noch einen anderen Schmied in der Nähe? Nö. Was ich mir auch mal angucken wollte, war das hier. So, das mache ich erstmal. Und dann suche ich mir einen Schmied. Hallo Spitzohr, hast du die Gebühr bezahlt? Krass, das kann man einfach so abgrasen. Wow, not too bad. Und da dieses Ding auch noch. Überlastet, ja, okay, verstehe. Deswegen brauche ich unbedingt einen Schmied. Ich muss mal mein Zeug verchecken. Schmied. Jetzt gucken wir mal, wo hier wirklich noch einer ist. Der Typ war doch jetzt bitte nicht der einzige Schmied. Nee. Ich gehe mal hier zum Marktplatz, da war doch ein Schmied. Ach, der kleine Geralt kann jetzt nur noch gehen. Da kommt das Pferdchen aus dem Wasser. So, komm. Lauf, Plätze! Oder ich verkaufe erstmal hier ein bisschen was, damit ich wieder laufen kann. Kann ich hier durch? Aufmachen! Hm? Was hast du anzubieten? Nur Zeug, ey. Mensch. Okay, er hat nichts mehr. Gehen wir raus.
Bis dann. Okay. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Mann, was trage ich denn jetzt für Zeug mit mir rum? So, das war's dann auch mit dem Händler schon wieder. Bis dann. Willkommen, willkommen. Nein, ich wollte nicht zu dir, ich wollte zu meinem Pferdchen. So, also, ich werde einfach mal jetzt ein bisschen rumlaufen, mein Zeug verchecken und dann gucken wir mal, was mit dem nächsten Quest ist in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ciao!